Mädel, Leute, Zeppelin hier. Heute geht's mal was mich einfach nur noch abfuckt. Und zwar ist mir vor kurzem aufgefallen, dass wir einfach unsere Spiele, die wir uns zum Teil im Summer Sale oder auch einfach normal kaufen, wir spielen die nicht mehr. Ich habe locker irgendwie 10, 20 Spiele, die aktuell einfach in meiner fucking Bibliothek bei Steam versauern, die ich noch nicht irgendwie eine Stunde gespielt habe in meinem Leben, für die ich aber gutes Geld bezahlt habe, so. Das ist schon ein bisschen krank. Ich habe mir irgendwann mal die halbe Deponia-Reihe gekauft und habe bis jetzt irgendwie 10 Minuten davon gespielt. So, ist schon irgendwo ein bisschen krank, dass wir einfach nur so, ja, gar nicht mehr richtig irgendwie unsere Spiele spielen. Es ist halt, wie nenne ich es mal, echt scheiße geworden. So, wir haben einfach mittlerweile so durchgehend irgendwelche Steam-Sales und Co. Und wir kaufen einfach Spiele, obwohl, ja, wir brauchen die halt nicht. So, wir wissen zum Teil, dass wir die nicht spielen werden. Wir kaufen sie trotzdem. Es ist einfach so. Wir kaufen Spiele, die wir nicht spielen werden. Das ist zum Teil, ne, wir wollen ja nicht unser Geld rausschmeißen, aber es ist einfach so ein Instinkt. Hey, das ist gerade billig, ich sollte es mir jetzt holen, vielleicht wird es nie wieder so billig sein. Und es ist einfach so Abfuck für mich geworden. Weil halt einfach, ja, ich komme halt nicht dahinter so. Ich mach's selbst, aber ich weiß nicht, warum ich das mache. Es ist halt einfach so komplette Sinnlosigkeit und es wird einfach nicht besser. Ich habe locker irgendwie so in meinem Leben 200, 300 Euro für Steam ausgegeben. 50 davon versauern gerade auf meinem Account. Ja, kann man mal machen. Naja, wollte ich nur kurz raushauen. Wenn ihr bis jetzt euch das angehört habt, danke. Appreciate es. So, der abonniert mich, disliked mich, entpümmelt die Glocke und jetzt. Ja.